Moin zusammen, meine Freunde. Ich grüße euch zu diesem Video über meinen Bamboo Lab X1 Carbon Drucker. Und ihr seht, das AMS hier oben ist offen, habe ich gerade nicht aktiv. Denn im letzten Video hatte ich ja mir diese kleinen Halterungen hier gedruckt. Danke für euer zahlreiches Feedback an der Stelle. Und jetzt heute in dem Video gehen wir hin und werden verschiedene Sachen für den Drucker drucken, damit er noch besser ist. Weil es ist so schon ein geiler Drucker, aber es gibt ein paar Add-ons, die sollte man haben, denke ich. Viel Spaß beim Video. Was man, denke ich, einmal auf jeden Fall haben sollte, ist ein Spulenhalter hier an der Seite, den finde ich ganz praktisch. Klar, man kann natürlich auch den Originalen nehmen oder sich einen anderen für den hinteren Bereich drucken. Dann sieht man die Spule nicht, das ist natürlich attraktiv. Man hat eigentlich auch den Platz. Allerdings, man sieht das ja mit den Schläuchen und den Kabeln drumherum. Es ist ein bisschen gezwungen da hinten, wie ich finde. Und das gefällt mir persönlich nicht so gut. Deswegen fand ich die Idee von einem Designer aus dem Netz, Grüße gern raus, wenn der das mal sehen sollte, hier ganz cool, dass man hier einen hinstellen kann. Der hat mir auf jeden Fall sehr gut zugesagt, sodass ich mir gedacht habe, jo, okay, dann drucke ich mir den. Als weiteres gibt es dann für das AMS hier so ein paar kleine Aufnahmedinger mit einem PTFE-Schlauch oder auch ohne. Und mit ist natürlich bestimmt nochmal besser, sodass sich hier nichts verändern kann, Probleme auftauchen. Das ist wohl bei dem einen oder anderen schon mal passiert, bei mir persönlich nicht. Aber bevor es mir passiert, mache ich jetzt hier die vier Drucke, das sind kleine Teile einfach, die drucke ich mal eben mit. Und da ich ja jetzt auch ab und zu wegen dieser Filamentsituation und generell auch, wenn ich irgendwas anderes drucken möchte und sonst was, mit der manuellen Variante, also ohne das RMS drucken werde, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir nämlich auch noch einen dieser Y-Splitter für den Anschluss hier, so nenne ich ihn jetzt mal, drucken werde, so dass ich nämlich hier direkt ein Y-Kabel quasi dran habe und einen Schlauch und kann dann einführen. Dafür muss ich allerdings noch so ein paar von den Schrauben und so weiter bestellen. Die habe ich jetzt noch nicht da, aber das Teil, das drucke ich jetzt, wenn ich sowieso dran bin, einmal mit. Am PC bei Bamboo Studio seht ihr das auch. Hier haben wir einmal diesen Rollenhalter, zack. Na, da kommen dann die Bearings oben dran, da und da. Dann haben wir hier drüben, das ist der hier, dieses Y-Teil. Zack, einmal dieser hier. Hat auch ein bisschen Support reingeknallt, damit das auch ordentlich hält. Das, diese vier kleinen Dinger sind die Adapter für das AMS. Das hier ist der Halter, der dann dran kommt, um das wiederum dieses Teil hier, ne, dieses und dieses hier zu befestigen, zu halten, halt die Spule auf der linken Seite. Und das ist im Endeffekt schon alles. Ist allerdings ein bisschen aufwendiger, wie ihr auch sehen könnt. Das ist ein bisschen Material, was da drauf geht. Das sind sage und schreibe 117 Gramm sogar, die da oben drauf gehen. 40 Meter von der Rolle, das ist schon krass. Und dementsprechend hier Model Printing Time liegt bei 4 Stunden 26 und mit Vorbereitungszeit sind wir bei 4:33. Eine Sache habe ich noch vergessen. Das ist eine Einführhilfe, so nenne ich das mal. Das seht ihr hier, zack, von dem Creator. Ich verlinke euch natürlich wie immer alle Sachen auch unterhalb. Einführhilfe für den Extruder hier, damit der sich nicht verheddert oder ähnliches. Eine angebliche AMS-Error-Fix. Ich hatte den bislang nicht, aber warum nimmt man den nicht mal mit? Ganz interessant für mich selber auch, hört man, wie leise der gerade druckt. Das ist der Silent Mode. Ich habe den nämlich jetzt mal gerade hier laufen. Und da der jetzt die Nacht überdruckt, das waren ja irgendwas 4 Stunden. Und ob der jetzt 4 Stunden druckt oder 8 Stunden, bis ich morgen früh wach bin, denke ich mir, kann ich die Lager und alles Mögliche halt ein bisschen schonen und lasse den hier einfach auf 50% Geschwindigkeit drucken. Druckt er nämlich doppelt so lange, halt etwas über 8 Stunden, anstatt die guten 4. So what? Kein Problem. Aber ultra leise ist er jetzt wirklich, ne? Hier mit Tür zu. Das ist halt was anderes, als wenn der so Steroide total krass abgeht. Problemfreier Druck. Schönen guten Morgen an der Stelle. Ne? Hier die Rolle und der fertige Druck. So sieht das aus. Und die Teile schauen wir uns natürlich jetzt en Detail an. Okay, so sieht der fertige Druck aus, wie man es gewohnt ist. Mega. Also das Filament ist halt wirklich top, muss man ganz klar sagen. Aber genauso gut druckt der Drucker. Also wirklich toll. Richtig schönes Ergebnis. Und auch hier mit Support, wo er welchen gedruckt hat, ist der gut klargekommen, wie man sehen kann. Und dann schauen wir uns die Teile doch jetzt einfach mal an. Nehmen wir hier mal zum Beispiel als erstes den großen seitlichen Arm oder Halter hier raus. Das ist der hier. Also mega Quali, ne? Und sich die Linien davon anguckt. Also das ist schon heftig. Wirklich Top-Qualität. Richtig gut. Das AMS habe ich jetzt mal seitlich jetzt weggestellt und dementsprechend als allererstes möchte ich nämlich jetzt den hier mal ansetzen. Also nochmal zu gucken, so sieht das Teil aus. Wir haben hier unten so eine Aussparung, so wird der eingehakt und der PTFE-Schlauch läuft hier oben lang.
durch dieses Loch. Das ist geschlossen. Das heißt, wir müssen hier den Schlauch auch einmal abziehen, sodass wir dann drankommen. Müssen wir jetzt das Filament erst nochmal rausholen. Und dann können wir nämlich hier den Dropper stülpen, hier unten einklemmen. Und dann hat der nämlich hier so einen schönen Abstand quasi drin. Das soll auf jeden Fall vor Error helfen. So, ihr seht und hört, ich habe den jetzt soweit eingestellt, habe den Unload-Prozess hier gestartet. Ein bisschen läuft noch durch und der müsste jetzt eigentlich genau auch von der Nusel her auf der Temperatur sein, dass wir das Filament hier einfach rausziehen können. Zack, das ist alles. Und dementsprechend jetzt wiederum müssten wir den Schlauch, genau, der wird hier einfach durchgeführt, rausnehmen können. Hier ist der einmal eingehakt. Den hier müssen wir einmal abnehmen. So. Und dann wiederum können wir nämlich den hier jetzt nehmen, draufsetzen, na, hier auch richtig durchführen. Zack. Okay, machen wir so. Einen kleinen Knick braucht der hier. So. Und hier unten. Ja, und das ist im Endeffekt alles. Jetzt müsste er natürlich noch mal bis unten ankommen. Und dafür, um das Gehäuse von dem Kopf hier unten zu öffnen, muss ich auch noch nie gemacht, seitlich drücken. Und dann kann man den vorsichtig abziehen, weil der Lüfter ja dran sitzt. So. Und dann gehen wir hin und setzen den nämlich hier drauf. Dafür jetzt hier mal so ein bisschen unten gegengehalten, leicht gedrückt und dann ist er direkt drauf geflutscht. Und jetzt seht ihr, diesen Winkel macht er hier und mit der Glasscheibe kein Problem. Das passt, das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich wieder rückwärtig richtig verkabeln und hier den Schlauch wieder nach hinten rausführen. So, okay. Und dann ist der drauf und dann vorsichtig das wieder drauf machen. Ach, das ist nur durch Magnete gehalten, habe ich gerade erst gespürt. Also es soll Probleme beheben, Errormeldungen, die es wohl gegeben hat. Bei mir gab es sie nicht, aber ich denke, das ist ein cooles Upgrade. 5 Minuten Druck, das kleine Teil, und soll vor möglichen Problemen helfen. Also Deckel wieder drauf. Dann seht ihr, ja, der kommt nicht dagegen. Der Schlauch wurde jetzt ein bisschen gedrückt, weil der geht halt hier hoch. Aber der Kopf ist nicht dran. Also von daher sollte alles passen. Zugleich gehen wir jetzt auch noch hin und setzen das Teil an. Vielleicht könnt ihr das sehen, so ein bisschen Licht, wenn man durchguckt. Einmal von der Seite oder eben aber auch von der. Und das dient einfach als Y-Verteiler dafür, weil wir haben ja nur einen Eingang hier in den Extruder. Aber können ja zwei Eingänge machen. Sprich einmal direkt übers Filament oder aber eben hier direkt über das AMS und dementsprechend kann man das beides nämlich anschließen. Das heißt, wir setzen den hier quasi einmal so drauf. Wobei, nee, das kann ich noch nicht montieren. Das war es, was ich ja vorhin auch gesagt hatte. Das sitzt zu locker. Wir brauchen dafür nämlich, beziehungsweise ich, muss ich mir nämlich noch bestellen, so ein paar kleinere Halter. Ich weiß nicht genau, wie die Dinger heißen. Die hatten wir aber schon rausgesucht. Gut, die mache ich beim nächsten Mal. Aber die sollen auf jeden Fall auch nicht schlecht sein. So, dass man nämlich hier Y-mäßig direkter vorgehen kann und nicht das Ganze hier manuell mal rausziehen muss, sondern nur bis hier. Im nächsten Schritt bringen wir den Halter hier an. Der wird hier oben so ein bisschen drauf geklemmt. Das finde ich ganz cool, dass das Gewicht ein bisschen entlastet wird, ne, über diese Halterung. Und zugleich wird er hier geschraubt, wo der Originalhalter dran ist. Da brauchen wir den relativ kleinen Inbus. Das mache ich wieder mit meinem Newton Z hier. So, dann müssen wir die zwei Schräubchen dafür einmal rausholen. Okay, für die Montage hier hinten musste ich mir jetzt erst nochmal Schrauben besorgen. Da habe ich mir einfach M320er und 16er im Baumarkt besorgt. M3-Auswahl ist nicht so viel. Müssen wir jetzt mal gucken, ob die 16er ausreichen oder die M20er, aber nicht, dass sie zu lang sind. Ich probiere es jetzt mal mit den 20ern, weil das Ding ja relativ dick ist, wie man hier sehen kann. Und ganz so viel kommt hinten nicht bei raus. Würde ich mal behaupten, das könnte passen. Und der Designer hier, der hat das echt cool gemacht, das Teil. Ist falsch rum, merke ich gerade so. Denn hier ist auch eine extra Aussparung. Und wie man sehen kann, ist ja hier am Außengehäuse noch eine Schraube. Dementsprechend, das ist freibleibend. Ja, wunderbar, das passt. Das scheint in Ordnung. Und hier wird ja jetzt ein bisschen das Gewicht draufgelegt, genauso wie auch hier unten. Da hat man schon ein ganz gutes Gefühl, sodass es nicht nur alleine hier unten drauf liegt. Das Ganze kann in der Höhe auch noch variiert werden, aber auch die Bänder zum Einstellen sind frei. Okay, es ist doch relativ frei. Mal gucken, ob... Also wenn Gewicht drauf ist, wird hier auch nichts passieren. Man hätte es weglassen können. Hätte ich anders gedacht von der Konstruktion, dass es passgenauer gemacht ist. Nicht so gut.
egal, soll uns nicht stören. Als nächstes kommt dann diese schöne Halterung hier dran. Und mit zwei Kugellagern haben wir dann hier diesen Kandidaten dran. Ein bisschen wackelig hier drin, aber ansonsten sehr schön laufend. Ach Leute, ich wollte es jetzt gerade so schön zeigen, wie ich die hier drauflege, die InCrayon-Rolle. Es passt nicht. Also ich habe kein Glück mit den InCrayon-Rollen aktuell. So, ja, kann ich machen, funktioniert. Da kriegt man, ne, da sieht man es, geht sie ganz knapp drauf. Aber wenn das Ding drauf sitzt, ist das hier halt einfach zu eng, weil der Durchmesser hier vom Loch so gering ist. Gut, funktioniert jetzt auch so, aber ich habe es mir doch ein bisschen anders vorgestellt. Und die Konstruktion hier ist ein bisschen wackeliger als gedacht. Also da habe ich echt ein bisschen mehr von erwartet. Die sah so geil designt aus. Naja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine bessere Idee, einen besseren Vorschlag habt. Also das hier ist ein bisschen schade, aber das wackelt noch nicht mal so. Aber hier wackelt der ordentlich. Ne? Hier, den hier macht er. Also das Teil würde ich mir nicht mehr drucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Davon bin ich enttäuscht. Und dass es natürlich jetzt nicht passt bei meinen Rollen, das ist natürlich richtig ärgerlich. Muss zugeben, ich bin ein bisschen deprimiert. Ne? Wenn man sich das auch anguckt, der hängt halt ein bisschen auf 7:30. Also, das kann ich nicht nachvollziehen. Das Ding ist wirklich nicht so qualitativ, wie es gedacht hatte, wie es online aussah. Man sieht, dass der fällt hier ganz stark ab. Da werde ich nochmal gucken, ob ich eine andere Halterung finde, die besser ist. Da könnt ihr gerne mal einen Tipp in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten, ich hoffe, die eine oder andere Info in dem Video hat euch geholfen. Konnte euch ein paar Informationen dazu geben. Wenn dem so ist, gerne mit dem Daumen nach oben signalisieren. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.